Gut, voll belegen. Geben wir doch gleich schon mal wieder ein bisschen Geld. That will be awesome. Wie viel haben wir jetzt? 50, 31. Wir brauchen also noch 20 mehr. Würde bedeuten, wir sollten wahrscheinlich noch etwas in diese Richtung expandieren, ne? Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es direkt tun. Aber da das hier 200 pro Stück kostet, wird das natürlich instant viel zu teuer. So. Aber es wird schon werden. 9 Häftlinge bereit für Bewährung. Okay, wir sollten das mit der Bewährung nochmal revidieren. Mal gucken, ob wir das überhaupt schon bauen können. Personal, nee, Räume. Schlafsaal, Familienzelle, Bewährungs. Hausbetrieb. Bewährung. 5x5 im Innenbereich. Mit Besuchertisch. Kriegen wir hin. Fundament, Gebäude gemauert, 5x5, das heißt 6x6. Oder? Moment, nee, dann haben wir nur 4. Das ist 5x5 innen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Passt. So, dann kommt hier auf jeden Fall eine Gefängnistür mit drin. Mittig, diesmal. Und den Rest gucken wir dann weiter. Erstmal bauen lasse. Neu. Wo ist die Olle denn? Habe ich da nicht? Ah, die hat gerade geduscht. Habe ich da nicht gerade jemanden zum Einsatz zugewiesen? Doch, irgendwie schon. Naja, gut. Warten wir mal ab. Es wird auf jeden Fall ziemlich gut, würde ich sagen. Gefühlt. Okay, dann Räume und Bewährung. Innenbereich Mindestgröße 5x5 mit Besuchertisch. 5x5. So, Besuchertisch. Objekt Besuchertisch. There it is. Und das wäre dann 5 auf 5. Ne, so rum. Naja, das geht gar nicht. Das ist ja doof. Naja, gut. Can do. Kann man echt nicht umdrehen. Gut. Dann haben wir hier jetzt die Bewährung und ziehen auf jeden Fall Stromkabel. Darüber. So. Und wir brauchen mehr Lichter, das ist mal offensichtlich. Lampe. Wäre natürlich toll, wenn man sie besser sehen könnte. Da noch eine. So. Was zur Hölle, was war das für ein Geräusch? Das hat sich nicht gut angehört. Und ja, wir werden bald natürlich. Boom! Mehr Häftlinge haben. Aber mal abgesehen davon, Hygiene. Das sollte jetzt ziemlich schnell, ziemlich runtergehen. There you got it. Darm leeren. Well, well, well. Okay, 9 Häftlinge bereit für die Bewährung. Passiert dann da jetzt auch was, oder? Muss ich mich noch intensiver damit beschäftigen? Das finden wir jetzt heraus. Bewährung. Rechtliche Verteidigung. Hinrichtung. Dauerhafte Bestrafung. Kleine Zellen. Nein, also im Endeffekt nicht. Gefängnisregeln. Ausbildung. I don't know. Wir gucken erstmal, was wir mit dem Recht hier noch raushauen können. DLC Irrenanstalt. Das wäre natürlich mal was. Das ist wahr. Na, guck mal, hier kann ich jetzt Häftlinge zuweisen. Qualifizierte Häftlinge eigentlich null. Benötigt Sicherheit und die Hygiene in der Küche. Nun gut, darauf wollte ich auch eigentlich gar nicht hinaus. Yes. Yes, yes, ja. Okay, 0 von 12. Ich denke, wir sollten noch ein paar Wachen einstellen. So. Okay, gut. Gucken wir mal, dass die auch mal öfter nichts zu tun haben. Hatten wir nicht auch einen Personalraum? So einen Gammelraum, da ist er doch. So, die Bewährung sollte ja jetzt mal laufen. Besucher, Rechtsanwalt von Daisy. Cindy Daisy. Cindy Daisy. Mutter von Alfiem. Bela Alfiem. Besucher, Besucher, Findlay. Findlay ist aber nicht da. Findlay ist dead, wahrscheinlich. Tochter, okay. Gut, komm, go, go. Da geht noch mehr. Auf jeden Fall. Gut, es sinkt wieder. Das Familienbedürfnis. Und wie läuft denn das hier jetzt mit dem Raum?
Echt mal jetzt. Düdüb, düdüb. Okay, vom Direktor und vom Sicherheitschef entschieden. Wir raten dazu, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Es kann vorkommen, dass Häftlinge außer Kontrolle geraten, wenn die Entlassung verweigert wird. Okay. Das bedeutet für uns, wir sollten hier natürlich jemanden mit dazu nehmen. So sieht's aus. Und dann gibt's jetzt was zu essen. Sehr geil. Aber wir müssen uns trotzdem überlegen, wie wir jetzt weiter expandieren wollen. Ich denke aber, wir gehen hier echt nochmal ein Stück nach da drüben, wenn wir wieder genug Geld haben. Das müssen wir natürlich erstmal wieder bekommen. Ah! That sucks. Upsi. Upsi. Denn ich vermute fast, dass das hier jetzt nicht direkt eingibt. Hä? Mit den ganzen neuen Häftlingen sind bereit für die Bewährungsscheiße. Sehr fertig, immer noch nicht. Ja, komm, dann holen wir uns die Gefängnisregeln noch ran, weil es so schön war. Alrighty. Das Licht finde ich echt dumm positioniert. Aber was soll's. Wir sehen auf jeden Fall schon mal hier die Temperatur und die Gefängnisarbeit. Dafür brauchen wir aber Ausbildung. Oh, Mann. Temperature. Also hier ist schön warm in der Küche auch. Sonst nirgends. No one cares. Raumqualität. Ah, ja. Ja, eine Gefängniswäscherei und so. Wären auch nochmal angebracht. Müssen wir mal schauen. Ich kann auch nach da unten expandieren. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung ich hier direkt expandieren soll. Werden wir sehen. Was? Irgendwas ist fertig. Okay. So, rechtliche Vorbereitung. Kommen erstmal nicht zum Tode verurteilt. Dauerhafte Bestrafung, kleine Zellen. Erstmal irrelevant. Gefängnisregeln, Information, Angebot und Nachfrage, Fernsteuerung. Ach, hier geht's noch weiter. Die Waffenkammer. Besserungsprogramme mit den Häftlingen. Das macht Sinn. So. Gut. Wieso? Wo geht die jetzt hin? Einfach da rein. Na gut. 30 von 31. Kapazität Eltern 1. 30 haben wir drin. Ach, Kapazität Eltern, das ist total verwirrend. Im Eltern-Scheißdreck hier. Ah, well, thanks, bye. Okay, sweet. So, was? Zutaten nach Küche verlegen. Achso, hier ist auch der Liefer-Scheißdreck. Ich sehe es gerade. Räume. Wo ist es? Leichenhalle. Nee, das meinte ich nicht. Einzelhaft, what? Lagerraum, Lieferraum. Das ist nämlich jetzt nur dieses Stückchen da. Natürlich blöd. Machen wir hier oben hin. Und zwar 10 auf 6. Anlieferung, das Lagern, Export, Müll. Alles klar, das passt. So, dann läuft das doch besser. Hoffe ich. Das sollte man nochmal erweitern, wenn es soweit ist. Ich denke, das passt. Aber dass Eltern nicht gesondert zugewiesen werden können, finde ich eigentlich gar nicht mal so cool. Ja? 10 Häftlinge bereit für die Bewährung. Ja, das ist toll. Wie kriege ich die denn jetzt dazu nochmal, dass die in die Bewährung gehen? Personal. Einlieferung immer voll belegen. Bedürfnisse. Tagesplanung. Ich könnte sie jetzt modifizieren. Und zwar für alle. Ich sehe schon. Gefängnisregeln, Zuschüsse, Drogenbekämpfung. Finden Sie 10 illegale Narkotika. Can do. Dazu machen wir die Nacht mal eine Razzia, ganz einfach. Mal gucken, was wir nicht alles finden. Erst Hinrichtung, dann Bewährung. Ja, boy, das wäre ein bisschen wie zu spät dann. Gefühlt. Gefühlt. So, wenn jetzt Nacht ist, machen wir die Razzia. Und dann finden wir bestimmt auch genug Drogen. Das hoffe ich zumindest. Und dann haben wir vielleicht irgendwann auch mal wieder genug Geld, um hierhin weiter zu expandieren. Ich denke, dass ich hier auch noch die fette Wand drum bauen muss. Aber dazu brauchen wir erstmal genug Geld. A.k.a. genug Häftlinge. Was geht jetzt ab? Essen. Ja, das wird doch mal Zeit. Warte mal gucken.
Wie es mit den Bedürfnissen aussieht, Nahrung. Ja, guck mal, das ist alles eigentlich im grünen Bereich, jetzt mal ohne Mist. Außer die Wärme, gut. Wie viel Grad haben wir jetzt? 7 Grad, das bedeutet Wärme. Da haben wir ja ein Problem. Das ist eindeutig. Aber sonst geht's eigentlich. Wärme läuft. Okay, alles klar da. Komm, haltet mal drauf. Ihr könnt so langsam, aber sicher einfach mal ins Bett. Really? Na gut, wir könnten eigentlich auch noch da unten expandieren, aber... ich glaube, ich gehe in die Richtung und ziehe diesen Zellenblock noch etwas länger, weil ich es kann. I hope at least. Ist mit dir stationiert. Ja, der steht da rum und spannt hier rein, oder was? Los. Ich glaube, der macht nicht viel. Hör auf, der Alten beim Schlafen zuzugucken. So, Razzia. Das merke die nie, weil die jetzt pennen. Jetzt hat er sich bewegt. Okay. Das ist nice. So, gucken wir mal, was wir nicht noch alles finden, hä? Illegale Drogen. Narkotika, so. 50%, okay. 60. Jetzt nice, bestimmt beim Baby auch was. Ein Handy, holy shit. Das Baby hatte Handy gehabt, die Mutter auch. Why? Okay, 70%. Mal gespannt, ob sie noch mehr finden. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, nein. Mehr als 70% nicht. Das Gute ist, dass sie es nicht merken, wenn sie pennen. Guck, die merken gar nichts, die pennen einfach nur. 70%, 80%, okay. Cool. Siehst du, die haben nichts davon gemerkt. Das ist natürlich immer nice. Trotzdem haben wir nicht genug Geld, um noch mehr zu erweitern. Das ist doof. Sehr sogar. Sehr sogar. Können wir noch mehr annehmen? Berichte. Zuschüsse. Ne, wir haben 3 Stück angenommen. Okay, weil die Forschung sagt uns jetzt da bestimmt auch, nö. Erweiterung, extra Zuschuss. Den haben wir schon. Ja, okay. Gut. Dann schauen wir uns jetzt mal einen Tag an mit den Bedürfnissen. Weil die Hygiene wird beim Schlafen natürlich immer erhöht, ist ja mal ganz klar. Putzen könntet ihr halt auch mal ein bisschen. Ich denke, ich baue hier noch einen Reinigungsraum und dann könnt ihr schön helfen. Ah, da könnte ich auch nochmal, wenn es hell ist, ein bisschen den Weg erweitern. Was sind das hier? Kiesel, ne? So. Und Gras, nicht zu vergessen. Good old grass. Und zwar so, dass es schön aussieht. You know? Yes. 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 Ja, Mann, das kostet aber auch Geld. Das ist mal nicht zu unterschätzen, wie viel Kohle das eigentlich gerade gekostet hat, ne? Dafür sieht das aber auch alles jetzt schön aus. I hope, at least. Okay. Gut. 0 Häftlinge, by the way. Ja, das mit der Bewährung funktioniert noch nicht so richtig. Aber ich glaube auch, dass wir irgendwo die Bewährungstermine festlegen mussten. Richtig. Einlieferung, Arbeiten, Tagesplanung. Freizeit. Freizeit haben sie. Hof haben sie. Dusche, Essen, Schlaf haben sie. Nichts haben sie auch. Nee, ich glaube, das war auch eher über Regeln. Bewährungsrichtlinien. Entlassen bei Quote unter 33%. Genau, aber wir mussten das irgendwie arbeiten. Nee. Einlieferung, Häftlinge, Personal, Häftlinge. Tagesordnung, Programme. Genau. Programme und dann Bewährungsanhörung, Start. Und dann haben wir Bewährungsanhörung. Da, ne? Das zeigt uns jetzt sogar an. Ja, da kommen sie. Okay, jetzt funktioniert das wieder. Da war was.